18:30 Uhr am Social Media Stand findet ihr meinen Freund Raw Spirit, der sich sehr freuen würde, wenn ihr noch einige Leute hier vorne im Foyer unterstützen und zuhören. Also, 18:30 Uhr Raw Spirit am Social Media Stand vorne im Foyer. Dankeschön. Ja, jetzt geht der los. Versteht ihr mich alle ganz gut? Ja, ja, wunderbar. Also, es bedarf sich vor einiger Zeit, dass ich eine Situation hatte in meinem Leben, wo ich 50 Euro zur Verfügung hatte pro Monat, um mich gesund zu ernähren. Und ja, 50 Euro ist halt jetzt nicht wirklich so viel Geld. Und ja, das Problem war dabei, dass ich mich einerseits vegan ernähren wollte, was ja generell schon übersteuert ist, nicht ein bisschen. Oder? Ist es jetzt besser? Jetzt ist es besser, oder? Okay. Genau. Also einerseits wollte ich mich vegan ernähren, also pflanzlich, was ja auch schon als teuer gilt. Und ich wollte mich rohköstlich ernähren, was ja auch noch als teuer gilt. Und wenn man hier so durch die Gänge schreitet und die leckeren Angebote sieht, was so ein Stück Rohkostkuchen und was so ein Stück Rohkost-Spaghetti oder was ist, kostet, dann denkt man halt tatsächlich, oh, die Rohkost ist sehr, sehr teuer. Aber es macht eigentlich keinen Sinn. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass die Rohkost die teuerste Ernährungsform ist. Warum macht das keinen Sinn? Weil, wenn wir so ein Produkt kaufen, was gekocht ist, was auf Gewürze dran gemacht ist, was verschiedene Verarbeitungsschritte hinter sich hat, dann steckt ja Arbeit drin, dann stecken ja Gewürze drin, dann steckt ja noch viel, viel anderes drin. Und die Rohkost ist ja das unverarbeitete Produkt. Da muss doch das unverarbeitete Produkt das billigste sein. Ich habe BWL studiert. Das hat für mich nie irgendwie in meinem Kopf Platz gefunden, dass die Rohkost zu teuer ist. Weil sie die unverarbeitete Form ist. Also muss sie die billigste sein. Und dann kommt man natürlich auch als BWLer schnell dazu, dass natürlich das Marketing gnadenlos zugeschlagen hat, dass Unternehmen Lücken gefunden haben. Die Unternehmen haben eine Zielgruppe gefunden, die Rohköstler, die ja wunderbar gleich mal abgekommen sind, weil die halt einfach ein ganz anderes Bewusstsein fürs Leben haben, Qualitätsbewusstsein, und dadurch braucht auch sehr viel Geld dahinter steht. Und ja, und entsprechend finde ich es sehr, sehr schön, dass auch auf dieser Messe so ein bisschen um der Trend zurückgeht. Zum einen, weil ich eingeladen bin, und zum anderen auch an den verschiedenen Ständen merkt man, wenn man miteinander redet, dass die Leute viel mehr wieder sich auf das Grundsätzliche der Rohkost stürzen. Und das heißt wirklich, erstmal grundsätzlich eine Lebensphilosophie, die sehr einfach ist, eine Lebensphilosophie, die sehr rudimentär ist, die darauf ausgerichtet ist, Grundbedürfnisse in einer möglichst gesunden, ja, mit der Natur vereinbaren Art und Weise zu tilgen. Und ja, da habe ich halt so nachgedacht und dann habe ich geguckt, ja, was hat denn so, was sind denn so die Nährstoffe von Möhren, von Äpfeln, was kostet denn das alles, was jetzt nicht so teuer ist. Und da habe ich Sachen gefunden, wo ich total überrascht war. Ich war total überrascht. Wir wissen ja alle Nährstoffbomben, kennen wir alle Foodies. Da sind 17 mal mehr Vitamin C als in Orangen und so. All diese Slogans. Und dann schaut man sich so eine ganz normale deutsche Möhre an. Eine deutsche Möhre, wie die Nährstoffe sind. Und jeder kennt ja Möhren, ja, da wird wahrscheinlich viel Vitamin A drin sein, beziehungsweise die Vorstufe, Beta-Carotin. Ja, vielleicht noch ein paar Vitamine oder so, und dann hört es eigentlich schon auf. Aber in so einer Möhre sind alle essentiellen Aminosäuren drin. Das heißt, alle Proteine, also erstmal, ich sage nicht, wie viel Gramm, da kommen wir gleich dazu, aber erstmal viel vorhanden. Alle Mineralstoffe, alle Vitamine. In der Möhre ist selbst sowas drin wie Selen, wo man dachte, also muss unbedingt nur Paranüsse essen. Es ist nicht viel drin, aber es ist was drin. Und dann habe ich halt geschaut, wie viele Möhren müsste ich denn essen, um meinen Tagesbedarf, meinen essentiellen Tagesbedarf von den wichtigen Vitaminen zu tilgen. Und dann habe ich festgestellt, man muss gerade mal 2 Kilo Möhren essen, dann hast du mit allen wichtigen Nährstoffen deine Sachen weg. Ausnahme, tatsächlich Selen, also man müsste noch 3 Paranüsse essen und einen Löffel Leinsamen. Wenn ihr 2 Kilo Möhren essen, 1 Teelöffel Leinsamen oder einen schwachen Teelöffel Esslöffel und 3 Paranüsse, habt ihr alle Nährstoffe gedeckt, die ihr am Tag braucht. Ihr wisst, was ein Kilo Möhren kostet, da könnt ihr sogar in Bio-Qualität kaufen und habt halt, seid einfach total perplex, wie einfach das eigentlich ist, eine Nährstoffe zu decken mit einem ganz einfachen Produkt. Und dann sind wir noch lange nicht am Ende. Und dann haben wir erstmal so die deutschen Bürger für, weiß nicht, Kilo 90 Cent oder 30 Cent, das ist nicht Bio-Qualität, je nachdem, wo ihr wohnt. Ja, dann geht's weiter. Da hast du geguckt, ja, da habe ich auf meinen
Trip bei der Rohkost und so weiter, wird ja auch alles gedürft mal. Und da kann man dann halt auch so Möhren Chips machen und ist ganz gut, auch so mitnehmen. Und da habe ich plötzlich ein Angebot im Internet gefunden. Da kosten so 20 Kilo sagte Möhren Chips ein paar Euro. So. Und was es genau kostet, habe ich alles in mein Buch reingeschrieben, inklusive der Quelle. Also das ist so die Anleitung, wie man wirklich für 50 Euro im Monat rückwärtslich leben kann. Aber einfach nur mal gesagt, der Preis hat das gefunden. Und du hättest warten sollen, bis ich sage, was ist, aber ist es ruhig erstmal und dann schauen wir mal. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Weil irgendeinen Grund hat das ja, dass diese Möhrenchips wirklich einen Bruchteil dessen kosten, was eigentlich eine Möhre kostet. So, und dann habe ich das gekauft und ja, und habe mich informiert darüber über das Produkt und festgestellt, dass dieselbe Qualität wie das, was ihr im Supermarkt kauft. Diese Möhre kostet aber nur zwischen ein Sechstel und ein Zehntel des Äquivalents der Möhre, die wir im Supermarkt kaufen. Warum? Weil das als Tierfutter deklariert ist. Das ist eine Sache, wo ich gemerkt habe, da kann man sparen, Tierfutter. Ich habe gesagt, wo ist denn der Unterschied zum Tierfutter? Das sind andere Qualitätskriterien. Ist das nur gespritzt anders oder irgendwas anders? Beim Hersteller angerufen, habe gesagt, das ist deshalb Tierfutter, weil die Möhren zu groß sind und zu klein sind. Die kommen durch Gitter, die können in Deutschland nicht verkauft werden. Und deswegen kommt Gitter mehr als Tierfutter einfach verkauft. Dieselbe Qualität und noch viel frischer, weil die halt immer total schnell gekauft werden. Natürlich von Leuten, die den Tieren Möhren zu essen geben und natürlich von Hundeliebhabern, die genau wissen, dass es viel preiswerter. Das ist dieselbe Qualität. Ich habe dem Hersteller angerufen. Das ist wirklich dieselbe Qualität. Ja, es ist dieselbe Qualität. Und das war ein so ein Ding, diesen Tierfutter, das gilt nicht pauschal. Das gilt nicht pauschal. Also ihr müsst euch schon informieren bei dem Hersteller des Tierfutters, ob das wirklich dieselbe Qualität ist, die im Supermarkt kommt oder ob das wirklich irgendwie eine andere Qualität ist. Aber das ist eine Sache, wo man wirklich dieselbe Qualität extrem viel billiger kaufen kann. Und wenn man sich nur von Möhrenchips, Leinsamen und Paranüssen ernähren würde, also 3 Paranüsse pro Tag, dann würde man ungefähr so bei 23, 24 Euro im Monat landen. Aber das macht natürlich keiner und deswegen habe ich weitergesucht. Habe weitergeschaut, wo kann ich sparen, um mich trotzdem rohköstlich und vollwertig zu ernähren. Und dann kommt natürlich so ein Aspekt dazu, der so ein bisschen Glaubenssatz in der Rohkostszene ist. Und das ist so, Getreide ist böse. Getreide können wir sowieso nicht essen, weil es ja nicht rohköstlich möglich ist. Und ja, dann habe ich einfach mal mich dann wirklich intensiver auch beschäftigt. Ich habe mal reingelesen, was ist Getreide, wie ist es gezüchtet worden im Laufe der Jahre und was ist da für Nährstoffe enthalten, wie kann man das zubereiten. Übrigens, setzt euch auch gerne hin. Also ich kann mir vorstellen, die ganzen Tage rumgeiert und jetzt, also wenn ihr hinsetzen wollt, setzt euch hin. Ja, und ja, dann habe ich halt rausgekommen, für mich persönlich, dass zu Getreide, und je ganz offen ist, ob das Weizen ist oder was auch immer Getreide ist, das ist ein extrem nachhaltiges Produkt mit extrem viel Nährstoff. Aber dann habe ich gedacht, okay, aber Gluten ist in fast allen Getreidesorten enthalten und deswegen ist es schlecht, weil Gluten sollte man meiden. Und ja, dann habe ich halt unter anderem auch auf meinem YouTube-Kanal, also der mich im Internet finden, also Raw Spirit eingibt, der wird mich im Internet finden, bei YouTube habe ich vor 2000 Videos, seit 5 Jahren bin ich im Internet mit ja, meinen Videos über die Ernährung und der wird. Okay, dann macht die Zeit. Ich bin erst die Stunde letzte. Wenn ich produziere, da ist er viel genauer. Genau. Also, wenn man ganz kurz zu meiner Geschichte. Vor 5 Jahren, vor 6 Jahren war ich überzeugt am Fleischesser. Ich habe ja wirklich alles im Fleisch verzehrt, was irgendwie verzehrbar war. Egal, ob Brot, gekocht. Ich war ein massiver Fleischesser. Und dann habe ich einfach probiert. Ich probiere doch mal dieses Vegan. Und dann habe ich das gemacht. Ja, und es tat mir halt total gut und war total begeistert und irgendwann bin ich halt bei der Rohkost gelandet. Das ist mal ganz kurz zurück zu meiner Geschichte. Ich habe auch mal schon mehr gewogen, ich habe mal 65 Kilo gewogen, war etwas stattlicher. Jetzt wiege ich halt nicht mehr so viel. Jetzt wiege ich leider auch wieder circa 100, ich habe mal 95 gewogen. Das nur mal so als Optimist, der vor euch steht. So, jetzt muss ich mal wieder den Bogen zurückfinden. Also, Getreide. Gluten. Dann habe ich eine Glutenfrei-Challenge auf meinem Kanal gemacht. Ich habe auf Gluten komplett verzichtet. Wie geht es mir damit? Da kommt noch dazu, dass ich Hashimoto habe, eine Autoimmunerkrankheit, Schilddrüsenunterfunktion. Die Rebecca hat ja schon ein Video bei YouTuber. Die Rebecca hat ja schon einen Vortrag dazu gehalten. Und übrigens, es tut mir leid, wenn ich zu schnell rede, aber die hat so meine Art. Also wer mich nicht versteht, kann einfach Handzeichen, dann wiederhole ich das einfach nochmal. Nur falls, ja. Auf jeden Fall, Schilddrüsenunterfunktion. Auf Gluten verzichten, auf Soja verzichten, auf ja, vieles verzichten, Rohkostenskinder. So, habe ich das gemacht und ja, hat sich nicht wirklich einen Unterschied festgestellt, aber rein von der Erfahrung. Und ich habe schon sehr, sehr häufig auch die Erfahrung gemacht,
in meinem Leben, dass sehr, sehr viel als Wissen dargestellt wird, gerade in der Rohkost, und dann sich herausgestellt hat, dass es oftmals genau das Gegenteil der Fall ist. Und wieder ein kleiner Seitenschwenker, Einweichung von Nüssen, Einweichung, die Phytinsäure, die Phytate, um das aufzulösen. Mittlerweile wird diskutiert, ob die Phytate als essentielles Vitamin zugelassen sind. Die Studie, weil ich sage euch nur für die Leute, die es nicht wissen, man soll die Nüsse einweichen, weil angeblich die Nährstoffe nicht mehr vom Körper so stark aufgenommen werden kann, wenn Phytinsäure noch enthalten ist. Und das war eine Studie, die sich auf Ratten bezogen hat, irgendwann in den 40er, 50er Jahren. Mittlerweile gibt es Humanstudien, die genau das Gegenteil sagen. Das heißt, Nüsse auf keinen Fall einweichen, weil Phytinsäure sehr, sehr wichtig ist. Und solche Dogmen begegnen einem in der Rohkost so hauch. Und Gluten hat zwar nicht explizit in der Rohkost zu tun, ist aber auch so eine Sache. Wenn du nicht glutenunverträglich bist und von den Getreidesorten kein verzüchtetes Getreide nimmst, wie zum Beispiel rein Weizen oder sowas, sondern nicht nur auf traditionelle Getreidesorten stürzt, dann ist das ein vollkommen gesundes Lebensmittel, Getreide. Allerdings, wenn ihr Haferflocken zum Beispiel kauft, könnte man denken, okay, das ist Haferflocken, das ist Rohkost. Nein, ist es nicht. Das wird erhitzt. Mit einer Erhitzung, ja, ist halt das Problem mit den Enzymen. Aber auch da sind wir wieder bei so einem Mythos der Rohkost. Enzyme, grundsätzlich, man sagt so eine Rohkost, man sollte nichts über 42 Grad erhitzen, weil die Enzyme denaturieren. Das ist auch vollkommen korrekt. Aber man muss sagen, die Enzyme, die da denaturieren, die würden von der Magensäure wahrscheinlich sowieso zerstört werden. Es gibt ein paar Ausnahmen. Und da stimmt das auch mit der Rohkost, zum Beispiel Amylase. Diese Muskelenzyme, das hilft bei der Aufspaltung von den Nährstoffen. Dann macht es Sinn. Aber es ist nicht dieser Riesenhammer, der in der Rohkost immer existiert. Enzyme und der denaturiert und so weiter. Also da muss man vorsichtig sein. Was allerdings auch stimmt, wenn ihr eure Nahrung erhitzt und die Enzyme quasi tötet, dann ist die Nahrung für den Körper nicht mehr so identifizierbar, wie das in uns genetisch veranlagt ist. Das heißt, wenn wir ein Getreidekorn roh essen, dann realisiert der Körper, dass es Getreidekorn. Wenn wir das erhitzen, realisiert der Körper nur noch die Makronährstoffe frei. Weil die Enzyme, die dient der Identifikation für den Körper. Und diese Rolle ist entscheidend, warum wir rohköstlich essen sollen. Und nicht, weil die Enzyme denaturieren und dann für unseren Körper nicht mehr nutzbar gemacht werden. Das können sie sowieso nicht wahrscheinlich. Bis auf Amylase sind ein paar Ausnahmen, die direkt im Mund gebildet werden. Und das noch kurz dazu. So, zurück. Getreide. Ja, wie bereitet man Getreide rohköstlich zu? Was kann man denn damit überhaupt machen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, ihr kauft euch einen Flogger. Die gibt es zwar auch irgendwo hier auf der Messe, ich glaube Eschenfelder oder halt die Firma. Ich habe den von irgendeinem anderen. Und einfach selber eure Getreide kaufen, in den Flogger reinflocken, dann habt ihr das rohköstlich direkt zubereitet. Und dann könnt ihr irgendeine Milch drauf machen. Das ist das nächste Thema, kommen wir gleich dazu. Wo ihr auch sehr, sehr viel Geld sparen könnt. Noch was Sinnvolles anstellen. So, das heißt, ihr könnt das Getreide flocken, einfach nur flocken, Haferflocken kennt jeder, wunderbar. Ihr könnt genauso rocken, denkt euch so viel flocken und ihr werdet richtig begeistert sein, wie unterschiedliche Getreidearten schmecken, wenn ihr die rohköstlich esst, wenn ihr Dinkel esst, wenn ihr Roggen esst, wenn ihr diese einzelnen Sachen, selbst wenn ihr Buchweizen flockt oder flockt doch einfach mal Reis, macht Reisflocken, alles solche Sachen, ihr werdet begeistert sein, für viele Dinge, von denen wir sagen, ey, das geht doch gar nicht rohköstlich, wie das möglich ist, wenn einfach die Struktur ausgebrochen ist. Das ist eine Möglichkeit. Wer das nicht so mag, der kann das einfach nur 24 Stunden einweichen, Kühlschrank, kaltes Wasser und dann hast du früh sehr, sehr weiche Getreidekörner. Das ist immer auf Frischkorn, Müsli, was damals auch der Birger Benner gemacht, der sehr viele Stars seiner Zeit damals in der Rohkost geheilt hat, allerdings auch noch mit Milchprodukten, muss man dazu sagen, aber generell einfach einweichen über 24 Stunden. Ja, und dann hat man halt eben ein sehr weiches Korn, was man durchaus ganz normal essen kann. Oder tut das in einem Druckleistungsmixer einfach mahlen oder einfach mixen und habt ihr Mehl. Und diesem Mehl könnt ihr dann auch verschiedene Bällchen und alles Mögliche machen. Also auch an die Nährstoffe rankommen. Das heißt, Getreide ist ein wichtiger Aspekt, aber es geht auch ohne Getreide. Das heißt, die Proteine unverträglich, der kann halt auch Getreide weglassen, beziehungsweise auch Buchweizen und Hirse stürzen. Auch das lässt sich flocken. Bei Hirse wären es kleine Krümel und mit viel Fantasie auch von Mini-Flocken. Bei Buchweizen sieht es eigentlich schon ganz gut aus. So, das zu dem Thema. Milch. Ein super Rezept ist einfach, dass man am Anfang so Getreide flockt und eine Milch dazu macht. Und da hat man völlig so eine Milch, die lässt sich einfach so leicht machen. Und wenn man so kauft Hafermilch oder Sojamilch, da sind manchmal so Sachen dabei, wo man nicht weiß, was das ist, Calciumphosphat, manchmal Zitronensäure, solche Sachen, fast. Warum? Weil wir haben ein Problem für Milch in der Rohkost, das sind die Omega-3-Fettsäuren. Und der Preiswert-Rohkost natürlich. Da haben wir im Endeffekt nur die Handsamen und die Leinsamen,
Chiasamen halt schon wieder ein bisschen teurer und auch nicht unbedingt notwendig, weil diese Nährstoffe verführen den Leinsamen der Ähne. Und ja, deswegen aus der Not der Trubkur, die Leinsamen nutzen, ist der Eisenwerte von der Kalkfettsäure in den Mixer. 2 Teelöffel oder 1 Esslöffel dazu Wasser schütten, schön durchmixen und habt ihr so eine richtig fettige, schöne Milch. Die sind extrem preiswert, ihr habt ca. 3 Fette drin für ein paar Cent zum Beispiel mit dem Bioskorn. Das gießt ihr dann über Hafenflocken, Dinkelflocken, Roggenflocken, was auch immer. Und dann habt ihr ein Müsli, eine Basis für ein Müsli, extrem preiswert, extrem nahrhaft und hochfestig. Das sind halt solche Dinge, auf die bin ich dann immer mehr gestoßen. Und hab dann Rezept für Rezept ausprobiert, entwickelt. Dann habe ich dann tatsächlich mir die Mühe gemacht, also bleiben wir mal kurz bei den Getreide. Die Getreide sind einfach analysiert. Jedes Getreide hat ein bisschen anderes Nährstoffprofil. Das heißt, bei dem einen haben wir da schon mehr vertreten als bei dem anderen. Und so habe ich dann eine goldene Mischung für mich kreiert, weil es macht natürlich auch Spaß. Lohn macht erfinderlich. Auch so ein Ding. Ich war eine Situation, scheiße, 50 Euro im Monat, aber ja, Lohn macht erfinderlich. Und dann ist so das Buch entstanden. Das wird mit sich gebracht. Das Buch war auf Platz 144 in Deutschland bei Amazon. Das heißt, auf der besten Liste. Das war 2 Wochen lang von dem aktuellen Harry Potter. Und ich sag mal, ohne das, dessen, dass ich 50 Euro. Ja, aber hallo. Ohne dessen, dass ich wirklich in der Not war, 50 Euro im Monat zur Verfügung zu haben, wäre das alles nicht passiert. Das muss man so als Anregung für die Leute, die gerade irgendwie so eine scheiß Nachricht bekommen haben, irgendwie verlassen wurden, Krebs oder was auch immer. Das kann auch eine Chance sein. Sehr, sehr häufig eine Chance. So, also Not macht erbitterlich. Und ja, Milch hat man abgehandelt, die Getreidesachen auch. Dann das nächste, was war Wasser. Ich habe mein Wasser gefüllt. Ich habe verschiedene Wasserfälle ausprobiert. Kuhmeersmose, die Tischwasser und die Amala. Hat alles Geld gekostet. Und dann habe ich erfahren, danach. Das kostet wieder Geld. 50 Euro im Monat ist irgendwie nicht möglich. Dann habe ich halt geguckt, okay, Leitungswasser, wie schlecht und gut ist es dann wirklich? Einerseits sagen die Leute, ja, das bestkontrollierte Leben von überall, die einfach Finger weg, Monsanto drin und so. Und ja, was hilft da? Wirklich selber tatsächlich sein eigenes Trinkwasser zu trinken. Die Leute müssen tatsächlich einmal ins Labor schicken und schauen, wie ist dein Trinkwasser. Und ja, das habe ich mir halt gemacht. Niedriger als beim Mineralwasser, was ihr kauft. Das heißt, das Mineralwasser, was ihr kauft, da kann viel mehr Schadstoffe drin sein, reingesetzt, als das Leitungswasser. Und auch sowas erfährt man beiläufig, wenn man sich wirklich mal intensiv auseinandersetzt mit den einzelnen verschiedenen Dingen, die man da so auf dem Tisch hat. Und einfach Leitungswasser genommen. Das ist natürlich auch so ein Ding, das kann ich nicht generalisieren und sagen, trinkt euer Leitungswasser. Nein, ich würde sagen, lasst euer Leitungswasser wirklich mal kontrollieren und schaut dann, was in dem Leitungswasser drin ist. Die Alternative, destilliertes Wasser, Umkehrosmose. Ich habe alle auch schon ihre Sachen, die nicht mitkommuniziert werden. Bestes Beispiel, Wasser destilliert. Total viele schwer von Wasser destilliert. Na, was passiert denn da? Das Wasser wird erhitzt, der Wasserdampf steigt hoch, wird wieder ausgefragt, was schwerer als Wasser ist, wie zum Beispiel Schwermetalle, bleibt unten. Man bleibt was Klebriges, Ekliges unten und alle sagen, boah, zum Glück habe ich das nicht mitgenommen. So weit so gut. Aber was damit hochgeht, sind eben auch Schadstoffe, wie zum Beispiel von Pharmazie-Rückstände, Antibiotika, weil das von der Dichte her ist, wenn der Wasserdampf hochgeht, das ist ja im Endeffekt so, der Wasserdampf steigt deshalb hoch, weil die Dichte geringer ist als die von den Schwermetallen. Aber alles, was auch eine geringere Dichte hat, wird verdampft, geht mit hoch und wird wieder aufgefangen. Das heißt, ihr habt im Wasser, das hier gerät, auch noch Schadstoffe hier. Das ist kein kluges, reines Wasser. Das ist im Bereich von dem, die Dichte schwerer als Wasser. Das heißt, wir müssen das destillierte Wasser auch wieder neu, zum Beispiel Aktivkohlefilter, verschiedene Sachen noch abfiltern. Also, da hat jedes Mal seine Sachen. Dann Umkehrosmoseanlage, auch ein Problem. Die Filter, die haben eine ganz, ganz hohe bakterielle Anfälligkeit. Wir müssen die wirklich nicht nur reinigen, sondern auch das System, also an dem Andock-Dings auch reinigen. Und da gibt es kaum wirkliche Schulung dazu, wenn ihr das kauft, sondern wir müssen einfach nur die Filter reinigen. Auch das hat Probleme. Das geht ja nicht auf alles und das ist alles auch wirklich gut, aber es ist nicht notwendig. Irgendwo muss ich schon gleich. Irgendwo muss ich dann halt eben auch so eine Grenze setzen und sagen, okay, das mache ich und
bei dem, da will ich nicht die perfekte Möglichkeit haben, da will ich aber einfach das günstigste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und das ist halt alles auch immer so, gerade wenn du 50 Euro im Monat zur Verfügung hast, so ein Krieg auf der Rasierklinge. Was machst du und was machst du nicht und was ist nicht notwendig? Natürlich, wenn man so viel Geld ausgibt, kann man immer bessere und immer tollere Sachen. Du kannst alle in super Qualität kaufen. Du kannst alles Mögliche mit Geld machen. Aber irgendwo muss man einen Cut setzen, wie das sinnvoll ist. Das habe ich für mich persönlich entschieden, habe ich mir niedergeschrieben. Und ja, das kann auch jeder für sich dann selber schauen. Aber, was ich auch sagen würde, mittlerweile habe ich sehr, sehr viel Feedback. Also von den Büchern habe ich, glaube ich, mittlerweile ein paar Tausend verkauft. Und das Feedback ist vor allem auch von Menschen, die nichts sparen müssen. Die sagen, hey, pass auf, es ist gut zu wissen, dass ich im Monat, dass mir 50 oder 100 Euro ausreichen und ich brauche weniger Geld verdienen. Ich kann jetzt Teilzeit arbeiten und habe wieder Zeit mehr für mich. Denn Gesundheit und warum wir ja auch vollwertig hochköstlich uns ernähren wollen, ist immer ein Aspekt von verschiedenen Dingen. Jeder hat natürlich seine eigene Definition. Bei mir ist das so, dass ich sage, wichtig für die Gesundheit ist die Ernährung, ist die Bewegung, ist die Abhärtung und last but not least, ist es eben auch das geistige Mindset, die Stressfreiheit. Und wenn man weniger arbeitet, und viele von uns sind und gehen arbeiten nach, das ist lange Zeit auch, die nicht unbedingt stressfrei ist, wo man sagt, okay, das muss halt sein. Wenn man das reduzieren kann und da hat man wieder mehr Zeit für sich, dann ist das auch gut. Das heißt, dieses Geld sparen, das ist so ein bisschen bei uns im Beruf geraten, so durch diese Geiz-Geil-Mentalität. Ja, das ist halt so anrisch. Ich kann es mir leisten. Ich kann nur hier bei was auch immer für Firmen existieren, kann nur die teuersten Sachen laufen. Cool, dann gehe ich raus und mein Tütchen, wenn ich früher seine Schnelltasche hatte, hat man heute halt irgendeine Firma, die jetzt hier existiert. Schön und gut kann man auch, aber es ist wichtig, die Option zu haben, auch einfacher Sachen zu kaufen und zu wissen, dass es ausreicht. Und dass, wenn man sich hier betrifft, dass man weiß, es ist der pure Luxus. Von all den Ständen hier, die ich hier gesehen habe, habe ich keinen gesehen, der essentiell notwendig ist. Das sind alles Luxus. Das ist in Ordnung. Das ist schön. Wir können uns hier, wir leben in einem Luxusland, der ist unglaublich. Wir können so dankbar sein. Wir müssen hier nichts machen. Selbst wenn wir nichts machen, fallen wir uns alle G2 ins soziale Netz und leben heute wie ein Kaiser vor 100 Jahren, sondern vor 200 Jahren, die nicht mal warmes Wasser, warmes Feuer hatten, die dann mit dem Fell Nase hat vor ihrem Kamin. Deswegen, wir leben im unglaublichen Luxus und das muss uns bewusst werden, das wurde mir bewusst anhand der Situation, in der ich gewesen bin. Und deswegen bei mir war so der Cut, dass ich einfach Leitungswasser trinke. Ich habe das nicht vergessen, aber lass uns das mal, ich bin gerade im Flow, lass uns das danach machen. Genau, dann natürlich, wenn man einkaufen geht. Das ist nichts Neues, ich möchte es mal gesagt haben, für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Wenn man Samstagabend zum Kaufland geht, der bekommt einen Blumenkohl für 9 Cent, für 19 Cent, für 29 Cent, je nachdem. Der bekommt damals ein Kilo Kirschen, das sind so Preise, die sich bei mir eingebrannt haben. Der kostet das Kilo gerade 7,90 bei uns. Da war das Kilo für 39 Cent Kirschen. Das heißt, das schmeißen die weg und vorher, eine Stunde vorher, 21 Uhr, gibt es extrem viele Sachen reduziert. Das aber nicht in dem Buch. Das heißt, in dem Buch sind tatsächlich nur Quellen, die dauerhaft so sind. Das heißt, hier wird nicht mit Tricks gearbeitet, da gibt es noch mehr. Zum Beispiel, dass man Foodsharing macht. Dass Sachen, die gerade weggeschmissen werden, einfach nimmt, sich meldet, hey, ich verteile das, ich nehme das an. Da gibt es noch andere Sachen, die man machen kann. Wildgrün, das ist kostenlos, total viel verfügbar, große Nährstoffbreite. All das hat es noch nicht mal in dem Buch gemacht. In dem Buch ist wirklich nur das drin, dass man für 50 Euro, wenn man Sachen kauft, sich vollwertig hat. Gut. Dann beim Kauf immer achten an Regionalität und Saisonalität. Kurze Anfahrtswege und es ist ein Überflussgrad vorhanden, das nehmen wir immer den Preis. Melonenzeit war jetzt gleich. Ich glaube, jetzt kommt mal die Kaki-Zeit. Ne? Also die Melonen, die gab es bei uns für 29 Cent das Kilo bei allen. Ich habe die gleich Screenshot gemacht und geschickt, weil normalerweise kosten die jetzt im Winter, weiß ich nicht, bei uns immer relativ preiswert. Da kosten die so 99 Cent. Aber ich habe hier einen Punkt, den Satz bei 1,49 gesehen. Ich glaube schon, soweit das geht, kann man die Melonen da nicht mehr bezahlen. Und solche Dinge, Regionalität, Saisonalität, Bewusstsein dafür entwickeln. Wo lebt man und was ist regional? Und was ist jetzt, was hat jetzt Saison? Denn wenn es Saison in eurer Region hat, dann hat es wahrscheinlich für euch das gut, weil ihr seid in dieser Region geboren. Das unterschätzen viele Menschen, dass das, was hier für uns wächst, in unseren Bedingungen, ist das vielleicht, das sind wir im nicht-wissenschaftlichen Bereich, aber wir haben heute schon einiges gehört, was nicht im nicht-wissenschaftlichen Bereich ist, deswegen war es eine Anregung. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, dass wir energetisch das unsere Leben erinnern, was jetzt hier ist. Unabhängig von dem ökologischen Aspekt. Das kommt noch dazu. Und ihr spart dadurch auch noch extra Geld. Dann das Thema Keimen und Sprossen.
heimischen Post, die du reist, das ist viel dreckiger. Aus finanzieller Sicht ist das bombastisch, weil die Nährstoffe, die vervierfachen sich durch den Keimkritik. Das heißt, wenn ihr Getreide oder wenn ihr Alkalwaschpost, was auch immer, wenn ihr das Keim vervielfältigt sich die Mineralstoffdichte und die Vitamindichte. Und ich habe ja auch ein Beispiel von Linsensprossen und Hülsenfrüchtensprossen, habe ich dieses auch mal ausgerechnet, konkret, was hier da sozusagen, wenn ihr das Keim lässt, was da entsteht. Und wenn ihr euch das durchlest, dann sagt ihr auch, wow, da kann ich richtig viel Geld sparen. Und das sind so Sachen, das ist, wieso muss ich das vorstellen? Ich bin so in der Welt, gerade Welt, Rohkost, teuer und so, dann legt man dort was, legt dort was. Es ist so eine Begeisterung, die es auflöst und wo es plötzlich einen Sinn macht. Eben, was ich am Anfang gesagt habe, dass die unverarbeitete Werbung, das ist natürlich die Preiswerte, die sein muss, weil ja niemand daran gearbeitet hat. Aber keiner wirbt für die Möhre, keiner wirbt für den Apfel. Wirbt für unsere geile, gegrillte, super Möhre mit noch Chinoa. Was auch immer. Weil das, jeder Verarbeitungsschritt, da kommt wieder der BWL an hier, jeder Verarbeitungsschritt, jedes Gewürz, jedes Gewürz, alles was ist, ist ein Potenzial für eine Gewinnspanne. Das heißt, das Unternehmen verdient dadurch Geld. Wenn ihr die ersten Produkte kauft, wenn ihr die Möhre kauft, wenn ihr den Apfel kauft, dann habt ihr immer die Möglichkeit, das relativ viel zu vergleichen mit anderen Äpfeln, anderen Möhren und können, ja. Dann die Gewinnspannen sind nicht so hoch. Und deswegen ist da auch kein Potenzial da, dass man so viel Werbung macht, Marketing. Der beste, der absolute Kracher, was Marketing angeht, ist der Vitamix. Ich hoffe, Vitamix ist nicht hier zugegen, ansonsten könnte es nicht gehen. Also, der Vitamix. Von allen hochgelobt, das ist der beste Mixer. Aber, ganz neutral, der Vitamix kostet bei uns da komplett anstatt 900 bis 1000 Euro. Derselbe Vitamix, umgerechnet, kostet in Amerika 400 bis 500 Euro. Wie geht das? Klar, Einfuhrzoll. Das heißt, wir zahlen alleine an Vitamix, wenn wir den hier in Deutschland kaufen, 400 Euro Einfuhrzoll. Der Vitamix hat das höchste Marketingpotenzial von allen Mixern. Das heißt, Stars werben für den Vitamix. Die machen das nicht, weil sie Bock haben zu werben, sondern kriegen Geld dafür. Kannst du locker nochmal, wie gesagt, ich habe Marketing als Spezialisierung gehabt, 100, 200 Euro pro Mixer im Marketing ein. Dann bleibt noch 200, 300 Euro, was der Vitamix an Material wert ist. Und dann hast du zum Beispiel einen Harexco. Da sagt jeder, was ist das? Manche kennen ihn schon, manche nicht. Ein deutsches Maschinenbauunternehmen kostet auch 900 Euro. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Da habe ich so eine feste Glasflasche, so eine Spülflasche mit so einem festen Plastik reingemacht. Das war innerhalb von 10 Sekunden zum Glasstaub gemacht. Das ist eine ganz andere Qualität. Ich habe schon ein Video dazu gemacht. Auch. Also, und solche Sachen muss man halt nachsagen, wissen es die. Das ist so ein Potenzial, das ist Geld sparen, wo sie negativ, ich hab's doch und so weiter. Das machen wir Freude ist auch wichtig, dass man ein bisschen eine Bewusstheit dafür entwickelt und so gibt man sein Geld aus. Geld ist Energie. Viele, gerade im spirituellen Bereich, reden auch von Energieausgleich. Und das am Anfang hat sich ein bisschen belächelt, wo ich angefangen habe als BWLer, da dachte ich, das sagen die so, um so gut zu formulieren, dass sie Geld haben wollen. Aber nein, Geld wird ja irgendwie erarbeitet. Das ist eine Energie, die da drin steckt. Und warum bestimmt wollen wir mit dieser Energie umgehen? Warum so viel Geld ausgeben für Dinge, die man nicht braucht? Nur weil wir gelernt haben, dass wir sie brauchen, obwohl wir sie nicht brauchen. So viele Dinge haben wir ein Bedürfnis dafür entwickelt, wo wir sagen, gut, wir brauchen das. Das brauchen wir eigentlich nicht, wenn wir ganz wirklich in uns reinforschen. Und das ist gerade die Kunst des Marketing. Und da haben wir gearbeitet im Bereich, ein Bedürfnis zu entwickeln. Für irgendwas, was keiner braucht und dass jeder sagt, das brauche ich unbedingt. Durch Stars, durch irgendwelche verschiedenen Zusammenhänge, wie man dann hintenrum auf dieses Bedürfnis kommt. Und das sind so viele Dinge hier passiert. Und auch in der Hochhaus, dass man dann irgendwann sagen muss, das tut einfach so gut, die Sachen abzuschreiben und zu sehen, hey, es reicht 50 Euro im Monat aus, um uns grundsätzlich gesund zu ernähren. All das nicht. Und das war so, ich kann so sagen, es hat mich einfach nur total begeistert. Und die Lebensqualität, die damit einhergeht, einmal die Freude über die Bewusstheit und dass man halt auch mehr Zeit hat, Dinge in Angriff zu nehmen. Zum Beispiel bei mir, was ich jetzt mittlerweile hauptberuflich davon leben kann, das zu tun, was ich tue. Das heißt, ich schreibe Bücher und ich tue mal YouTube-Videos veröffentlichen. Und das kann ich auch nur, weil ich meinen Lebensstil so weit angepasst habe, dass ich halt, ja, wirklich im Monat, von was Essen angeht, zur Zeit für 100 Euro, das ist die Komfortvariante, leben kann. Und ja, und ansonsten halt auch mich, was meine Wohnung angeht, minimalisiert habe. Und auch da überlegt man, braucht man das wirklich? Braucht man einen Eieraufmixer? Oder braucht man einen, was auch immer, Küchengeräte? Ich brauche einen Mixer, das weiß ich, was auch nicht mal ein Saft. Warum brauche ich keinen Entsafter? Entsafter, so ein Ding. Es gibt bestimmt viele, die den Entsafter aufgaben. Tut mir leid. Das Problem ist,
man filtert halt die Phasenstoffe raus. Diese Phasenstoffe sind zum einen für den Darm essentiell wichtig. Es bestreitet keiner, dass der Darm das gesündeste die Gesundheit am meisten beeinflusst. Und wenn ihr die Phasenstoffe also verbraucht habt, habt ihr die super und ihr habt eine pure Energie. Und das mag ganz gut sein, vielleicht Saftfass, wo man halt eben nicht darauf anlegen möchte. Aber grundsätzlich ist es immer besser, einen Smoothie zu nehmen oder die Sachen vollwertig zu essen. Nicht Sachen zu extrahieren, sondern die Frucht als Ganzes zu nehmen. Und auch sogar eine Sache. Okay. Was? Kann mir mal Zeit sagen? Okay, dann vielleicht mal was ganz Einfaches mal aus dem Buch, damit mal so ein bisschen, zum Beispiel eine ganz einfache Sache, so mega, mega einfach. Sind die auch so schwer, deswegen irgendwie, ihr nehmt 400 Gramm Birnen, 400 Gramm Zwiebeln und 300 Gramm Blumenkohl. Macht einen Schuss Sojasauce drauf, lasst es über Nacht einwirken. Das ist so extrem einfach. Es ist so extrem einfach. Und dieses einfache Rezept, das, ich habe jeweils in meinem Buch immer die kompletten Nährstoffe dieses Rezeptes eingreift. Das ist quasi schon vom Tagesbedarf. Wenn ihr das, oder ihr macht es einfach zweimal, dann ist ganz sicher, wenn ihr das zweimal am Tag esst, einfach so Würze, Zwiebelkohl in der Menge mit ein bisschen Sojasauce eingeweicht über Nacht, weil es wichtig, weil die Zwiebeln werden dann so richtig süßlich, die sind dann nicht mehr so zwiebelig, sondern die Sojasauce, das ist richtig lecker. Zweimal am Tag sind unsere Nährstoffe gedeckt, außer, muss man wieder sagen, Selen, du bist bei Paranoia. Das ist eigentlich das Teuerste, was ihr macht, das Selen. Oftmals ein Problem. Aber was heißt ihr? Am Tag bei 1,85. So, da haben wir alle Nährstoffe gesetzt. Ihr habt viel gegessen. Das ist über 2 Kilo, sag ich mal, salzig, schön eingelegtes Gemüse. Aber das ist nur ein Beispiel davon. Man kann es ja beliebig kombinieren. Und solche Sachen sind mir halt aufgefallen. Die habe ich halt entsprechend hier kombiniert, auch in diesem Buch. Und ja, das soll immer so ein kleiner Appetizer sein. Einfach, dass die Rohkost, das ist alternativ zum Kosten, zu den ganzen Sachen hier. Ich finde die Sachen hier teilweise auch total toll, aber mir ist bewusst, dass es Luxus ist. Und das möchte ich anregen. Ich möchte nicht sagen, wenn ihr das Geld habt und wenn ihr das wollt, dass ihr nicht in den Ständen gegen das Geld ausgeht. Das sage ich nicht, weil ich hier kein Brief will, sondern einfach, weil ich verstehe, Luxus kann auch mal geil sein. Aber das deutet auch wieder hin, dass man geistig vielleicht nicht im Gleichgewicht ist. Aber das ist eine andere Sache. Ich habe in der Video gemacht, wo ich anregen will, seid euch bewusst, was ihr tut, was ihr wollt. Aber seid euch bewusst, denkt darüber nach. Das ist meine Message. Und ja, wenn ihr Fragen sind, kommt hier ran. Und haut auf die Restbücher, die ihr da sind. Und ja, dann soll es das gewesen sein. Danke. Und natürlich! Das hier ist halt, das sind Möhren in Tierfutterqualität. Also das ist wirklich eine Handvoll Möhren, denken eure Kopf. Eine große Handvoll. Wir können gerne mal Tierfutterqualität ist aber dasselbe wie ihr denkt. Einfach. Das habe ich bestellt. Die Quelle ist jetzt in meinem Buch. Ja? Nein, ich war vorher schon geschrieben. Vegane Welt ist wenig Geld. Das ist ein Buch. Das ist ein Buch, wo ich 40 Euro allerdings gekauft gekostet habe, aber ein neuer Blatt nicht, aber der Weide von Gold mit Freude. Gut. Dann trage ich das hier nicht einmal decken muss, wenn es auch das halbe Buch dazu kommt. Entschuldigung, ja. Also lange die da sind, dann muss ich wieder. Schaut ruhig mal rein, solange noch ein Exemplar da ist. Und ansonsten, ja, bei Amazon könnt ihr das Buch für 13 Euro kaufen. Ja, also wer es jetzt nicht mehr kriegt oder so, dann einfach bei Amazon kaufen.